So, wir wollen jetzt mit unseren ganzen neuen Zaubern und der Steinhaut und dem netten NPC hier aufräumen. Und zwar um ganz viel Gold zu machen, denn irgendwie ist das immer wieder schnell weg. Die Kisten da hinten hatten wir schon geplündert, aber ich will mal gucken, ob da noch mehr ist. Aber dass der Weg allgemein zum südlichen Dorf wirklich frei ist. Und danach können wir uns hier weiter umgucken. Da hinten, wo man ab und an die Berge so weiß durchglitschen sehen kann, da müsste dann auch das eine Höhlensystem sein. Können wir das wirklich brauchen? Oh, kann alles verkauft werden. Das Höhlensystem sein, wo wir den einen suchen sollen, der Arcomage-Karten hatte. Das wollen wir nicht. Nee. So. Leichen? Nein, Goblins. Das tut irgendwie weh. Dau. Lass uns mal einen Oh. richtigen Kampf suchen. Ja, doch. Aber diese Eisbolzen ist Hammer. Aber dafür halten unsere Damen echt nicht viel aus, hm? War das jetzt schon der schwer bewachte Weg Richtung Süden? Hier hatte ich irgendwie schwere Erinnerungen. Ja, nee, da ist schon wieder sicher. Okay. Heilung auf den. Oh. Und die Klerikin hat echt nicht viel Mana. Entweder das oder der Angriffszauber kostet ziemlich viel. Ich guck mal. 4 ZP. Genauso viel wie der Eisbolzen. Ja, aber okay. Talana ist auch eine Zauberin. Die kriegt pro Stufenanstieg allgemein mehr ZP. Oh, und da ist eine ganze Truppe. Sehr schön. Enter. Kaputt. Kaputt. Ja. Sterbt. Oh, geht das schön. Also, gleiches Mana alle. Nächster Haken, der mir gerade auffällt. Sobald Lay keine Mana mehr hat, weil sie alles für Angriffshor verbraten hat, können wir auch nicht mehr heilen. Das ist nicht so gut. So, unten mal sehen, wo wir es aufheben. Haben wir noch einen kleinen Heilzauber drin? Ja, goodie. Also, Leichen sammeln und gleich mal schlafen. Hier in der Festung am besten. Falls dann irgendwelche Goblins kommen, dann springen wir sie alle weg. Ah, da. Ah. Kommt doch dahin. Erwischt. Ja, die wollen nicht mehr. Okay, gehen wir so rum. Piu, piu, piu. Jo, Mana alle. Erste K.O. Da hinten sind doch noch ein paar mehr. Weg, 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 weg. Schlafen. Jo. Noch ein, zwei Stunden, dass wir ein bisschen mehr Licht haben. Nebel. Super. Nebel ist nicht unbedingt mehr Licht. Und Wizard's Eye müssen wir unbedingt lernen mit der Druidin. Damit wir die Gegner kommen sehen. Weil so ist es immer ein Ratespielchen. Das tut irgendwie weh. Lass So. uns mal einen richtigen Kampf suchen. Ich hatte vorhin. Ah, genau. Da ganz viele Leichen gesehen. Kling, 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 kling. Nee, ich wollte eigentlich sie heilen. Talana. Ist da hinten was? Ja, da sind Goblins. Goblins im Nebel. Oh, ganz schön viele Goblins. Oh. Oh, 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 da müssen. Oh ja, doch. Weg, weg, Das weg, tut weg, weg, weg. irgendwie weh. Gerugun wird gleich alleine dastehen. Ah, nee. Lay hält sich tapfer. Die kommt auch noch mit. So. Schlafen, schlafen. Zwei Rationen haben wir noch. Hobgoblin.
Wir haben keine Steinhaut mehr. Daran wird es auch liegen, dass wir so schnell runtergegangen sind. Komm, weg, 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 weg. Vor allem die Hobgoblins und die Goblin Lords müssen schnell weg. Die machen nicht gut Schaden. Die anderen treffen fast nie mit ihren Pfeilen. Oh, und eine Heilung. Ganz schnell eine Heilung an sie. Das tut irgendwie weh. Stirb. Lay ist K.O. Manera ist K.O. Ich werde sie alle töten. Talala ist K.O. Lauf, 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 lauf. Du trink mal ganz schnell. Heiltrank. Und deswegen ist es so dermaßen wichtig, einen Tank dabei zu haben. Weil wenn wir jetzt K.O. gegangen wären, also allesamt, dann wäre unser ganzes schönes Gold weg. Auch wenn jetzt 881 Goldmünzen nicht so die Welt sind, wäre es trotzdem ärgerlich. So, und ich laufe jetzt ganz zurück bis zur Taverne. Einmal um neuen Vorrat zu holen, dann noch um gleich da zu schlafen und dann die Steine wieder zu holen. Weil das macht doch einiges aus. Also, Proviant, Zimmer. Es wird gleich hell, das ist okay. Steinhaut. Doofe Nebel ist weg. Und einfach links diesmal folgen. Dann haben wir wenigstens die Straßen schon mal frei. Also einmal die Straße Richtung Zwerge. Und dann müsste das hier die Straße Richtung Elfen sein. Wir sollten hier direkt zwischen den beiden Königreichen sein. Also eigentlich zwischen Elfen und Menschen, wurde uns gesagt. Und die Zwerge sollen hier im Süden sein. Komisch. Vielleicht sind wir auf drei Seiten umschlossen. Von Verbündeten quasi. Also Elfen, Zwerge, Menschen. Ja, müssen wir mal gucken. Komm. Genau, hier wurden wir vorhin niedergeschlagen. Ihr kommt alle mit. So. Da, und da hinten ist ein Obelisk. Das tut irgendwie weh. Ja, aber das sind nicht viele. Das geht, das geht. Der erste Goblin Lord fliegt schon. Der zweite kippt auch gleich um. Genau. Du. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. So, alle Leichen einsacken, bevor ich es vergesse. Und dann gucken wir uns das Ding da mal an. Er sagt Gerugon, guckt sie das Ding mal an. Klick. Voirisk. Wurde gleich hier notiert. Obelisken in Schrift. Voiring. Ja. Das ist für unsere Helden natürlich gleich ein Mysterium. Warum auf ihren Landen so ein Obelisken steht mit so einem komischen Schriftzug drauf. Aber das wird später noch interessant. Aber nichts spoilern und so. Also ich spoiler den Helden nichts. So, wo geht's hier lang? Oh, noch mehr Goblins. Mini-Patrouille. Quatsch. War das gerade unser Zauber oder sind hier doch irgendwelche anderen Zauber? Nö. So, wir spähen hier lang. Wir sehen in weiter Entfernung einen Wald. Das werden also wahrscheinlich die Elfen sein. Wir wollen aber nicht unbedingt zu den Elfen. Wir wollen, wenn überhaupt, woanders hin, denn zu den Zwergen. Aber... so zu den Zwergen unser Schloss wieder aufbauen zu lassen. Aber selbst da sollten wir jetzt noch nicht hin, sondern erstmal zu diesen Gipfeln gehen, wo die Höhlen sind. Dass wir wirklich alles hier in der unmittelbaren Umgebung unseres Dorfes sicher haben. Sonst kommt gleich wieder eine Rebellion. Jo, wo schießt jemand? Da schießt jemand. Komm. Nicht Lay umhauen. Die kriegt dann keine Erfahrungspunkte. Oh, was war hin? Oh. Super ausgewichen. Mitten in den Pfeil rein. Das tut irgendwie weh. Oh. Na, also kaputt. Zink, 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 zink. So, also in der Mitte haben wir alles clear. Im Nordwesten ist unser Dorf, da haben wir auch alles gesäubert. Im Nordosten, im Osten fehlt jetzt eigentlich nur noch
der Bereich hier zwischen diesen Hügelketten. Die sehen übrigens sehr verdächtig aus. Als wenn die irgendwie künstlich angelegen worden wären. Oh, was haben wir da auf dem Boden? Nur so ein billiges Ding, ne? Nee. Kraft 5. Das ist nicht schlecht. Kraft 6. Kraft 7. Du hast jetzt nur Kraft 1. Geschafft. Dann müssen wir nochmal dich. Dann haben wir hier einen 6er Katalysator und einen 2er Trank. Die perfekte Mischung. Schon haben wir einen 6er Trank. Goodie. So, für einen Vorrat sollte man immer einen Mana-Trank haben, mindestens einen. Und zwar einen möglichst guten, damit die Heilerin entweder wiederbeleben kann oder einfach nur so heilen. Oh, was ist denn das für ein Pavillon? Du kommst auch mit. Ist das das Ding, was zu dem Riesenland führen soll? Ihr betet. Also bei diesen Kreisen und allgemeinen Altären soll man zu bestimmten Jahreszeiten beten können, um von den Göttern gesegnet zu werden, wodurch man stärker wird oder mehr aushält. Aber anscheinend haben wir es die falsche Jahreszeit. Wir sollten es aber vielleicht mal sortieren. Kalender. Wir haben März. Okay, ich schreibe auf. März, nicht Harmondale. Guti. Also ich schreibe es mir später auf. März, nicht Harmondale. Und dann gehen wir so nach und nach die Altäre ab. Und irgendwann treffen wir hoffentlich den richtigen. Oder finden irgendwo Hinweise. Aber damit müssten wir jetzt eigentlich schon... Karte. Ja, wir sind einmal hier durch. Schön, das heißt, wir gehen zum Dorf aus. Weiter nach Westen und suchen da die Höhlen. Da versuchen wir den Vermissten zu finden. Und dann... Ja, was dann? Dann eventuell zurück zum Dorf, ein bisschen Sachen verkaufen und eventuell noch einen neuen Zauber finden. Und allgemein unsere Helden ein wenig verbessern, wie auch immer es gerade geht. Also Meditationszauber für die Magier kaufen oder... Was haben wir noch so? Die Sachen könnten mal ganz kurz identifiziert werden. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Alles unverzaubert. Oh, der Hammer. Will nicht. Okay. Aber wenigstens die anderen Sachen. Oh, und Umhang ist bestimmt auch nur... Ich würde gerne helfen. Können wir das wirklich brauchen? Ganz normal. Aber ja, wir könnten einfach mal zum Rüstungsschmied gehen und ordentliche Rüstung kaufen. Also auch Handschuhe und Umhänge und Schuhe und was weiß ich. Wobei wir die wahrscheinlich eher im Kinkel jetzt in den Laden finden. Oh, das führt anscheinend ins Gebiet der Menschen. Da wollen wir aber gar nicht hin. Hier müssten aber irgendwo die Höhlen sein. Vielleicht doch südlich. Uns wurde gesagt, im Südwesten im Gebirge, richtig? Na gut. Ja, sieht recht kühl hier aus. Dann mache ich hier südlich lang. Straße folgen, Gebirgspass. Das ist auf jeden Fall abseits. Und der Arkomet-Spieler wollte ja möglichst weit weg vom Dorf, um seine geheimen Tricks auszuprobieren. Was ein wenig albern ist, so weit weg zu laufen. Aber na gut. So oder so haben wir einen Auftrag dafür bekommen. Und das bedeutet immer Geld und Ruhm und Ehre. Und anscheinend ganz viele Goblins. Ihr seid echt ganz schön viele, warte mal. Okay, das hätten wir uns sparen können. Also nur Nera, nicht zaubern, sondern schießen. Du kannst schießen, ja. Du schießt, du zauberst... Schon ist fast keiner mehr da. Ja, das können wir auch in Echtzeit machen. Gut, gut, gut. Oh, da müssen wir zaubern. So, nur noch normale Goblins. Schießen. Und das da wird definitiv die gesuchte Höhle sein. Du einmal heilen, bitte. So.
Sind noch mehr Goblins. Also ja, der Gesuchte wird bestimmt nicht mehr leben. Denn hier so dermaßen viele Goblins hausen. Und was auch immer noch so in der Höhle zu finden ist, das wird nichts. Aber gut, bevor wir in die Höhle gehen, sollten wir hier alle Goblins umbringen. Sonst können wir uns nicht ordentlich zurückziehen, wenn es in der Höhle irgendwie zu haarig wird.